Ja, vielen Dank und auch ich stelle sehr gerne etwas vor zu diesem neuen Event Vosges Update 2021. Hier steht's, GeoServer liebt dieses neue Event. Mal schauen, ob es umgekehrt auch ist. Ich hoffe, die Technik ist stabil. Schauen wir mal, was wir uns heute anschauen wollen. Der Titel des Talks ist Neues vom GeoServer. Dies ist eine Demo-Session und ja, ich freue mich drauf. Was werden wir heute machen? Ich habe drei Punkte für die nächsten 25 Minuten ungefähr aufgeschrieben. Zuerst muss ich sehr kurz ein bisschen Metainformationen geben. Anschließend werde ich sehr kurz noch erwähnen, was der GeoServer überhaupt ist. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir eine relativ lange und fehlerfreie Demonstration der Software GeoServer machen können. Beginnen wir direkt mit den Metainformationen. Ja, mein Name ist Marc. Ich bin Kernentwickler und auch im Project Steering Committee von einer Software Open Layers, die später im Tage auch noch vorgestellt werden wird. Bin ein OSGeo Charter Member und bin bezüglich GeoServer, also dem Topic, den wir uns jetzt gerade aneignen wollen, bin ich ein langjähriger Nutzer, also viele, viele, viele Jahre schon. Und ich bin jedoch kein Kernentwickler. Das heißt, ich habe einen relativ guten Einblick, glaube ich, was im Projekt passiert und kann da auch, glaube ich, einige interessante Neuentwicklungen vorstellen, bin jedoch kein Kernentwickler. Wenn man mich erreichen möchte, steht da unten, wie das geht. Und ich bin Geschäftsführer der Firma Terrestris, die mich hierhin entsendet und sprechen Sie uns an, wenn es um irgendwas mit Open Source geht. Wir helfen jederzeit gerne bei all diesen Dingen und auch der GeoServer ist Teil unseres klassischen Stacks. So, letzte Meta-Slide ist das schon quasi. Wir wollen eigentlich uns vornehmen, dass wir uns den GeoServer wirklich in Aktion anschauen. Das heißt, wir wollen ein wenig Theorie machen, also das, was für Konzepte dem GeoServer zugrunde liegen und uns aber auch zusammen etwas erarbeiten, auch mit teilweise Neuigkeiten, die Sie vielleicht noch nicht kennen im GeoServer. Gut, aber bevor das ist, müssen wir ein bisschen Theorie machen. Der GeoServer, was ist das überhaupt? Gut, die Homepage identifiziert es wie folgt: GeoServer ist ein Open Source Server for Sharing Geospatial Data. Und der GeoServer produziert Kartenausgaben, also man kann dort Kartenbilder mit rendern auf räumlichen Daten. Er stellt Geodaten bereit, sehr, sehr viele Standards unterstützt er dort, also zum Beispiel sehr viele OGC-Standards. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel WMS und WFS. Es endet aber nicht damit, dass man diese Daten letztlich nur teilt, sondern man ermöglicht auch zum Beispiel die Editierung dieser Daten, wiederum auch über standardisierte Formate. Der transaktionale WFS ist da ein Beispiel. Und die vielen Datenformate, die der GeoServer liest, die produziert er auch. Das heißt, wenn ich einen Datensatz irgendwie meinem GeoServer bekannt gemacht habe in Format X, ist es mit dem GeoServer relativ einfach, den auch in Format Y auszuspucken, sodass er gegebenenfalls weiter oder einfacher genutzt werden kann von dritten Programmen. So sieht das Ganze aus. Das ist eine etwas ältere Folie und bestimmt nicht ganz 100% aktuell bezüglich aller Formate, die der GeoServer kann, aber exemplarisch soll es, glaube ich, zeigt es ganz schön. Der GeoServer steht in der Mitte, liest eine ganze Menge an verschiedenen Daten, sowohl Vektordaten, entweder aus Dateien oder aus Datenbanksystemen, von Servern oder auch Rasterdaten und produziert dann über verschiedenste Standard-WMS, WFS, Web Processing Service, Web Coverage Service und noch ja, wiederum verschiedene Output-Formate, Bildformate, Datenformate wie das klassische Shapefile, mit Erweiterung auch GeoPackage und so weiter und so fort. Ja, so kann das Ganze dann aussehen. Das sind jetzt mal vier Screenshots, die auch so ein bisschen unterschiedliche Bereiche hervorheben. Oben links sieht man eine Karte aus verschiedenen Einzellayern, ein Rasterlayer im Hintergrund, dann oben drauf einzelne Vektoren. Direkt darunter aufgelegt sieht man mal so einen Ausblick, was für Formate da jetzt in der Oberfläche des GeoServers beispielsweise auswählbar sind, allein in der Vorschau, CSV, GML und so weiter. Unten rechts sieht man dann mal so eine Ausgabe. Das ist in diesem Fall jetzt hier ein GML, also sprich die rohen Daten, nicht eine Repräsentation der Daten, also eine grafische Repräsentation, sondern wirkliche Daten, die man zum Beispiel in andere GI-Systeme stecken könnte. Und oben rechts, das, weshalb die meisten Leute den GeoServer kennen und schätzen, was aber die Kernentwickler oftmals gar nicht als den GeoServer bezeichnen, ist die Oberfläche zur Verwaltung. Das heißt, wenn man den GeoServer installiert, bekommt man eben nicht nur eine Menge an Services,
also wie den WMS und so weiter und so fort, sondern man bekommt eben auch eine Oberfläche, eine grafische, also eine HTML-Seite oder eine HTML-Applikation, mit der man eigentlich fast jeden Aspekt des Geo-Servers verwalten kann. Das sieht dann so aus wie oben rechts, werden wir gleich aber noch im Detail uns sowieso anschauen. Was fehlt dann jetzt noch vom Geo-Server, um zu wissen, worum es sich dabei handelt? Der Geo-Server ist erweiterbar und es existieren tatsächlich extrem gute und vielfältige Plugins. Da sind Plugins drin, um das Styling zu erleichtern, vom Andreas Schmitz erzeugt worden. Da sind Plugins drin, die neue Output-Formate generieren. Da sind Plugins drin, die es einfacher machen, userrechte Rollen abzubilden, auch in den entsprechenden Diensten. Wirklich, wirklich hervorragend, kann man einfach mal an dieser Stelle erwähnen. Das heißt, selbst wenn der Standardumfang vielleicht einem nicht reichen sollte, ist es sehr einfach, es zu erweitern, und es gibt auch schon extrem viele gute Erweiterungen. Es hat aber auch eine grafische Oberfläche zur Konfiguration. Wie gesagt, das ist die Einstiegsdroge für viele Leute, die auf dem Geo-Server, mit dem Geo-Server arbeiten, und die ist wirklich auch sehr toll. Allerdings ist auch das nicht alles, denn es gibt auch noch ein sehr schönes REST-Interface, mit dem man dann wirklich eigentlich in Kombination wirklich eigentlich alle Aspekte des Geo-Servers oder einer Geo-Server-Installation beeinflussen kann. Gut, Demo-Time. Jetzt kommt der spannende Moment, ob das alles funktioniert. Ich wechsle mal mein Fenster. Ah. So, das muss ich mal kurz klein machen. Hier sieht man schon was, was wir später noch uns angucken. Ein Cubis. Das ist schön. So. Dann muss ich noch mal ein neues Fensterchen aufmachen. Das eigentliche ist zugegangen. So, was wir hier haben, ist ein Geo-Server. Ich habe hier einen lokalen Geo-Server installiert. Das heißt, der läuft jetzt hier auf meinem lokalen Rechner, ein etwas älterer Laptop. Das heißt, sollte die Performance jetzt an allen Schritten nicht überall perfekt sein. Das hier ist wirklich nicht der allerschnellste Rechner der Welt. Wenn Sie das auf einem Server installieren, wird die Performance für Sie immer großartig sein. Ist wirklich auch da wirklich eine sehr, sehr gute Software. Wenn man den Geo-Server installiert hat, hat man eben diese grafische Oberfläche, die man hier sehen kann. Hier oben ist das entsprechende Logo. Das ist die Ansicht, wenn man noch nicht angemeldet ist. Ich melde mich jetzt mal hier an als Administrator, und dann kann ich mir auch jetzt schon anschauen, was denn der Geo-Server eigentlich so alles verwaltet. Vorab vielleicht, es ist unmöglich, alles zu zeigen und auch alles Neue zu zeigen. Ich habe hier eine Auswahl getroffen an Dingen, die ich interessant finde und die vielleicht auch entsprechendes Interesse bei den Zuhörern weckt und Zuschauern. Ich gehe mal auf so ein paar Elemente ein. Die zentralen Entitäten, die der Geo-Server verwaltet, sind letztlich Datenspeicher hier auf der linken Seite. Hier ist die Oberfläche jetzt in Deutsch. Gegebenenfalls haben Sie die Oberfläche auch in Englisch, dann wären das die sogenannten Stores. Aus diesen Stores kann man Layer generieren. Also eins ist die Quelle und der Layer ist die Repräsentation letztlich schon. Wenn diese grafisch ausgegeben werden sollen, haben wir Stile. Also quasi soll etwas mit einer roten Outline gestylt werden oder mit einer blauen oder wie auch immer. Das sind so die allerzentralsten Entitäten. Datenspeicher, daraus resultierende Layer, die mit Stilen beispielsweise ausgestaltet werden. Es gibt auch Arbeitsbereiche, das heißt, man kann seine entsprechenden Datenspeicher organisieren, seine Layer und auch seine Stile. Darüber hinaus gibt es noch andere Aspekte, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann. Zum Beispiel hier unten den Bereich Benutzergruppen und Rollen, das heißt auch Multi-User Server ist natürlich möglich und umsetzbar mit einer Geo-Server-Installation. Gut, schauen wir uns vielleicht als allererstes mal, bevor wir sogar in die Daten reingehen, den Server-Status an. Hier kann man so ein paar Informationen sehen zu dem, was diesen Geo-Server so ausmacht. Ich werde auch hier nicht auf die Details eingehen, aber es ist einfach großartig, dass man beispielsweise über diese Web-Oberfläche bereits Zugriff hat auf die entsprechenden Protokolldateien beispielsweise. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht so ist, wie man es erwartet, oder aber wenn man schauen will, was passiert denn auf meinem Server, ist dies auch über die Oberfläche sehr einfach möglich. Gut, wir fangen mal vielleicht an bei den Layern. Und wir schauen uns zuerst dazu an, welche Layer aktuell in dem System vorhanden sind. Da sind jetzt nur ein paar Layer drin. Ich glaube, 8, genau, 8 Layer sind hier. Und jetzt wäre vielleicht die Idee, dass wir einen neuen Layer hinzufügen wollen. Ich habe bereits erwähnt, es gibt eben nicht nur diese grafische Oberfläche, sondern auch eine Restoberfläche. Die möchte ich auch ganz gern kurz zeigen. Das ist im Grunde, wir merken uns, hier sind 8 Layer. Diese kann ich mir auch über
den Geo-Server einfach über REST ausgeben lassen. Da muss ich nur hier hinten REST eintragen. Und dann sehe ich jetzt hier die gesamten REST-Schnittstellen und unter Layers sehe ich dann auch hier meine 8 Layer, wie gerade eben schon beschrieben. Einer von hier hätte ich dann die entsprechenden Details. Ich kann über REST, über dieses Addendum quasi bestimmen, wie die Ausgabe erfolgen soll, jetzt hier als JSON oder als XML. Ich erwähne das, weil die grafische Oberfläche ist sehr wichtig. Aber ich glaube, wenn man den Geo-Server wirklich 100% ausnutzen muss, wird man um REST nicht herumkommen. Und auch da ist der Geo-Server ein leuchtendes Vorbild für eine sehr schöne Oberfläche API. Gut, jetzt wollen wir uns vielleicht einen neuen Layer hinzufügen. Bevor wir das tun können, haben die Leute, die vielleicht gut aufgepasst haben, schon gemerkt, wir müssen dazu zuerst einen Datenspeicher hinzufügen. Dann kann man jetzt hier quasi auf die Datenspeicher gehen. Das sind die existierenden. Die hätte ich eigentlich löschen wollen. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Ja, die möchte ich nicht mehr. Ich möchte einen neuen Datenspeicher hinzufügen. Und zwar sieht man jetzt hier schon, was in meiner Geo-Server-Instanz alles für ja, Datentypen unterstützt werden beim Lesen. Ich mache jetzt den absoluten Klassiker. Ich füge einen Shapefile hinzu. Ich drücke hier drauf, gebe dem Ganzen einen Namen. Ich nehme BL für die Bundesländer. Das heißt, ich versuche jetzt hier einen Bundesländer-Shape zu erzeugen. Daten dafür sind vom BKG heruntergeladen, habe ich sie von Esri, wie sich das gehört. Ich klicke hier so ein bisschen. Hier sage ich quasi, wo meine Datei sich befindet. Ich gehe in Data. Dort habe ich hier einen Ordner Shapefiles und hier sind diese Bundesländer SHP. Es ist eben nicht nur die SAP-Datei, sondern auch die anderen Dateien drumherum. Ich drücke hier drauf, drücke auf Speichern und in dieser Sekunde habe ich schon einen neuen Datenspeicher erzeugt. Und da es ein neuer Datenspeicher ist, vermutet GeoServer ganz richtig, dass ich jetzt auch einen neuen Layer hinzufügen möchte. Das kann ich machen, indem ich einfach hier zum Beispiel auf Publizieren klicke. Dann dauert es ein wenig und schon bin ich in der Hauptseite, die einen Layer publiziert. Hier sind ein paar Metainformationen, die ich eintragen kann. Vieles ist schon vorausgefüllt, zum Beispiel auch die Koordinaten, also das Koordinatenreferenzsystem, in welchem meine Daten vorliegen. Ich kann hier berechnen, aus welchen, also wie das die Bounding-Box sozusagen meiner Daten ist und auch die in einer anderen Projektion. Das brauche ich für spätere Publikationen. Und ich kann dann hier weiter runterscrollen und drücke auf Speichern. Bevor ich das tue, möchte ich den Leuten, die schon lange den Geo-Server benutzen, eine Sache oder ihnen zeigen. Dort unten sieht man Speichern, Anwenden und Abbrechen Buttons, die auch sozusagen über den restlichen langen Seiten drüber liegen. Das heißt, egal wo ich auf der Seite bin, sehe ich das. Hört sich wie eine Trivialität an, hat aber sehr lange gedauert, bis das im Geo-Server gelandet ist und die neuesten Versionen haben das entsprechend, so wie man sich das wahrscheinlich auch erwünscht. Ich drücke auf Speichern. Dann habe ich jetzt schon einen Layer angelegt und ein weiteres schönes Element vom GeoServer ist, dass man die Layer, die man angelegt hat, eben auch in der Vorschau sich anschauen kann. Dazu gibt es diesen Bereich Layer Vorschau. Da gehe ich als nächstes mal hin und schaue mal, ob das geklappt hat. Dort kann man zum Beispiel hier auf dieses Open Layers klicken. Dann bekomme ich über den GeoServer eine kleine Vorschau meiner Daten, meiner Dienste, die ich gemacht habe. Ist jetzt vielleicht nicht für die Produktion geeignet, aber auf jeden Fall, um schnell zu schauen, ob die Daten denn korrekt publiziert wurden. Ich habe jetzt da drauf gedrückt und mit ein bisschen Glück sieht man hier die Bundesländer. Man sieht hier schon, dass hier eben nicht nur die klassischen Bundesländer drin sind. Ich habe hier natürlich in Vorbereitung schon einige Dinge versucht zu editieren. Das heißt, ich habe hier zwei neue Bundesländer, wenn man so möchte, hinzugefügt. Wir werden da gleich auch noch ein weiteres hinzufügen. Das heißt, die Layer-Vorschau haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt wollen wir die Daten vielleicht noch ein bisschen anders ausgestalten. Auch das werde ich ganz kurz exemplarisch zeigen. Dazu gehen wir in die Stile. Ich erzeuge einen neuen Stil, hinzufügen eines neuen Stils. Ich möchte das nicht mehr alles aus dem Kopf ausdenken, sondern von einem vorhandenen Stil möchte ich anfangen. Ich nehme den, der aktuell verwendet wird. Das ist Polygon. Drücke hier auf Kopiere und habe dann das SLD hier drin. Ja, was dafür führt, dass wir diese grauen Polygone haben mit so einer schwarzen Linie drumherum. Diese Füllung möchte ich nicht haben. Da entferne ich einfach diese drei Zeilen XML hier. Lasse das ganz kurz validieren. Jawohl, keine Validierungsfehler, das ist schön. Auch hier eine neue Sache, speichern und apply. Das heißt, apply würde jetzt auf der Seite bleiben und das persistieren, während speichern zurückgeht zur Liste. Auch das ist jetzt durchgängig in allen Oberflächen in der neuesten Version ja, umgesetzt worden im GeoServer. Eine Änderung zu älteren Versionen vielleicht. Ich drücke auf Speichern, ne, habe keinen Namen angegeben. Wir nennen das Ganze Outline, ein guter Name.
könnte noch einen Arbeitsbereich für meinen Stil festlegen, aber das tue ich jetzt mal nicht. So, jetzt haben wir einen neuen, der da heißt Outline. Dann gehe ich wieder an meinen Layer, kann den Layer hier wiederum finden, der Bundesland-Layer, und hier in diesem Tab Publizierung kann ich festlegen, wie dieser ausgestaltet werden soll. Ich scrolle ein wenig runter und sehe, im Moment wird diese Legende hier als Standardstil verwendet. Dort wähle ich Outline aus. Ich muss nicht bis ganz runterrollen, Sie erinnern sich. Dann drücke einfach auf Speichern. Mit ein bisschen Glück hat das jetzt geklappt. Wir gehen jetzt zurück in die Vorschau und wir sehen, wunderbar, jetzt sind die grauen Flächen weg und wir haben nur noch schwarze Outlines. Gut, das ist die Vorschau. Als nächstes würde ich das gerne mal in QGIS einladen, diesen neu geschaffenen Dienst, um zu zeigen, dass man eben auch editieren kann. Ich habe dazu hier QGIS bereits geöffnet und habe ein leeres Projekt. Ich füge einen neuen Layer hinzu. Und zwar möchte ich einen WFS, Web Feature Service Layer, hinzufügen. Und dann wollen wir mal schauen, ob man den editieren kann. Hier ist die entsprechende Vorschau. Ich habe mich hier bereits verbunden mit meinem Server. Der ist einfach hier. Kann ich kurz die Verbindungsparameter zeigen. Localhost, GeoServer, OWS. Das ist die Adresse. Das kann ich wieder schließen. Wenn ich mich verbinde damit, kriege ich hier die Anzeige. Und dann kann ich diesen Layer hinzufügen. Und man sieht, wenn es alles gut geht, hier sieht man die gleichen Daten. Und jetzt kann ich diesen Layer auch editieren. Und zum Beispiel ein Objekt selektieren. Ich glaube, das mache ich so. Und dann entfernen. Ich drücke jetzt die Entfernen-Taste, drücke so die Entfernen-Taste, ändere das wieder und drücke auf Speichern. Mit ein bisschen Glück hat das geklappt. Und um das zu testen, ob das funktioniert hat, lade ich einfach diese Seite nochmal neu. Das war ja die Layer-Vorschau. Mit ein bisschen Glück sind jetzt die zwei neuen Bundesländer wieder verschwunden. Das ist auch gut so. Ich könnte unproblematisch auch jetzt weitere hinzufügen, weitere Features. Vielleicht mache ich das auch einmal. Ich muss also wieder in den Bearbeitungsmodus gehen, zeichne ein neues Polygon. Vielleicht mache ich das mal dieser hier unten hin. So, dann fragt er mich nach Attributen. Das sind alles QGIS-Eigenschaften, die Sie kennen und lieben. Ich beende das wieder, drücke auf Speichern und man sieht bereits, dass alles gespeichert wurde. Die GeoServer-Vorschau müsste entsprechend auch sich aktualisiert haben. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist auch keine Raketenwissenschaft, aber es ist einfach so, dass dies ist die exakte Philosophie hinter dem, was hinter GeoServer ist. Wir haben jetzt hier Daten in einem Shapefile-Format, einem proprietären Format, aber es hätte auch mit vielen, vielen anderen Formaten geklappt, haben wir in den GeoServer eingebunden und konnten es dann anschließend komplett normal benutzen, um es zum Beispiel auch zu editieren. Das heißt, das ist dieses Sharing, was Geospatial Data Sharing, was halt wirklich ein Kernelement von GeoServer ist. Da wir natürlich hier auf einer Technikerkonferenz sind, wollte ich mal zeigen, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Das ist ein WFS, der dort losgeht. Ich habe mir hier mal so ein entsprechendes Beispiel mal rausgesucht. Das heißt, das, was eigentlich losgelassen wird als Information, ist so ein XML hier, Transaktion, bitte aktualisiere mir einen gewissen Dienst. Diese Informationen stecken alle drin und zwar füge folgendes, also inserte ein neues Feature mit folgenden Koordinaten, die stehen dann hier alle drin. Und wenn ich das meine ich mit den Schnittstellen, das heißt, ich weiß, dass alle immer an die Oberfläche denken, aber der GeoServer liefert einem einfach halt Schnittstellen. Und wenn ich das mit Curl quasi wie folgt ausprobiere, also ich poste jetzt an meinen GeoServer die Daten, die wir gerade kurz aufgehabt haben. Und dann sagt mir der GeoServer schon, hier unten ist die Antwort, Success, das hat geklappt. Das heißt, ich habe jetzt das Gleiche gemacht, was ich gerade über QGIS manuell gemacht habe. Habe ich gerade automatisiert gemacht. Man könnte sich auch vorstellen, dass das irgendein Programm tut. Und wenn ich jetzt meine Vorschau lade, müsste eigentlich, glaube ich, hier oben wieder das eine Feature mit dazu erscheinen. So, Sie sehen, jetzt habe ich also hier dieses Feature, das habe ich gerade über die Kommandozeile hinzugefügt. Sicherlich wichtig, wenn man beispielsweise aus einem Drittprogramm mit diesen Geodaten interagieren möchte. Gut, ich blätter mal um, was ich noch alles zeigen wollte. Das ist gut. So, als nächstes möchte ich gerne einmal kurz zeigen, wie man einen Rasterlayer hinzufügt. Das mache ich ein bisschen, würde man sagen, vieles ist da schon Wiederholung. Quasi, ich muss einen neuen Datenspeicher hinzufügen. Und zwar nehme ich diesmal hier für Rasterdaten ein GeoTIFF. Auch hier habe ich Natural Earth-Daten mir besorgt. Ich nenne diesmal einen anderen Namen, NE für Natural Earth.
gebe dir eine kurze Beschreibung und wähle mir wieder meine Daten aus. Die liegen diesmal, glaube ich, auch ein bisschen woanders, genau unterhalb von Natural Earth. Dort ist ein TIFF, ein GeoTIFF. In einem GeoTIFF, einer Rasterdatenquelle, sind quasi auch geometrische Informationen hinterlegt, also eine komplett andere Datenquelle. Und wir schauen mal, was passiert, wenn ich hier auf Speichern drücke. Dann lande ich wieder an der Stelle. Ich habe einen neuen Datastore hinzugefügt und GeoServer rät ganz richtig, dass ich jetzt auch einen neuen Layer machen möchte. Ich klicke auf Publizieren und habe wieder die Möglichkeit, hier eine ganze Menge Dinge einzustellen. Das muss ich aber in diesem Fall alles nicht machen. Das ist alles schon mit den Präfixen ganz gut. Einen Namen habe ich einen gemacht. Hüb, wir merken uns bitte Hüb. Ich drücke auf Speichern und bin schon wieder fertig und schaue in die Layer-Vorschau. Dort gibt es jetzt einen weiteren Eintrag. Die schaue ich mir auch kurz an. Und wir sehen, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein 600 MB großes GeoTIFF, welches jetzt lokal hier auf meinem nicht aller allzu schnellsten Rechner ist. Und das kann ich dann halt hier einfach mir direkt anschauen. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen voll standardkonformen WMS mir erzeugt, der ja diese Geodaten wirklich einfacher nutzbar macht in anderen Projekten, Programmen, Webseiten, wie auch immer. So, das hat gut geklappt. Als nächstes möchte ich jedoch darauf hin, auf eine wirkliche Neuigkeit hinweisen. Zumindest mir war es neu. Ich glaube, diese Extension ist noch nicht sehr alt. Und zwar geht es dort auch um Rasterdaten, diesmal jedoch in einem speziellen Format, und zwar im sogenannten COG-Format, COG, Cloud Optimized GeoTIFFs. Das ist letztlich, also das GeoTIFF ist irgendein Rasterdatenformat, in dem halt nicht nur die Bildinformationen gespeichert sind, also jenes Pixel soll bitte blau sein und jenes Pixel soll bitte grün sein, sondern es sind auch noch eine ganze Menge Metadaten drin, zumindest optional. Man kann also in einem GeoTIFF noch ein paar Informationen über die Daten hinaus mit weitergeben. Und es gibt dort eine Spezifikation, Cloud Optimized GeoTIFF, gerne einmal nachschlagen, was das genau ist. Der Aufwand, das zu machen, ein normales GeoTIFF in so ein sogenanntes Cloud GeoTIFF zu verwandeln, ist mit den Standard-Tools, die man so nutzt, GRASS oder Goodle oder sowas, nicht sehr hoch, eigentlich nicht existent. Die Dateien werden ein wenig größer. Und das führt dazu, dass man riesengroße Dateien extrem cool eigentlich nutzen kann, indem einfach quasi in dem ersten Bereich des GeoTIFFs steht schon drin, aha, das sind die Overviews. Und mit folgenden Byte-Abständen kriegst du dann halt eine Zoom-Stufe XY in dem und dem Bereich. Und dann kann man ganz klassische HTTP werben, Range Requests. Also es liegt eine Datei, die vielleicht 1,6 Gigabyte groß ist, liegt an einer HTTP, auf einem HTTP-Server. Und man kann mit einem speziellen Request, HTTP-Request, kann man dafür sorgen, dass man von diesem großen Datensatz, 1,8 Gigabyte von mir aus, wirklich nur einen ganz kleinen Teil bekommt, ohne dass man das ganze, die ganze Datei lesen muss. Ich möchte das kurz einmal zeigen. Dazu gehe ich zur Firma Mundialis. Schwesterfirma von Terrestris, und die haben eine ganz tolle Sache gemacht. Die haben Sentinel-2-Daten ausgewertet und so eine Landbedingungsklassifikation gemacht für verschiedene Jahre. Und diese Datei ist, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, die ist riesig groß. Ich glaube, die ist irgendwie, ich sag mal, ein Gigabyte. Steht da irgendwo hier auf diesem Artikel sicherlich drin. Die kann ich jetzt so einfach im Geo-Server, das heißt, diese Daten liegen auf irgendeinem Server von Mundialis, die kann ich aber jetzt in meinem Geo-Server auch relativ einfach hinzufügen. Das heißt, ich muss einfach einen neuen Datenspeicher machen. Diesmal habe ich also keine lokale Datei. Gehe wieder auf Datenspeicher hinzufügen. Es ist nach wie vor ein GeoTIFF und dann habe ich, weil ich diese Extension installiert habe, hier unten eine Checkbox, und da kann ich dann sagen, aha, diese URL, die ich dort eintragen werde, das ist ein solches Cloud-Optimized GeoTIFF. Dann trage ich das hier einfach ein. Steuerung V, das ist die URL dieses TIFFs. Ich drücke auf Speichern. Natürlich muss ich dem Ganzen einen Namen geben. Das nennen wir bitte so. Und wenige Sekunden später sehen wir schon, aha, neuer Layer. Möchtest du den vielleicht auch publizieren? Das heißt, diese Information, wie dieser Layer heißt, ist jetzt schon via HTTP geholt worden von dieser riesengroßen Datei. Das kennen Sie jetzt alles schon. Und ich drücke auf Speichern. Und wenige Sekunden später habe ich einen neuen Layer, der da heißt Classification Map Germany. Und wenn ich da drauf drücke, sehen Sie in wenigen Sekunden, bums. Ich habe jetzt hier auf eine entfernt gespeicherte, auf irgendeinem Webserver der Welt liegende Cloud Optimized GeoTIFF Datei nur verwiesen per URL, habe wirklich drei Knöpfe gedrückt im Geo-Server und habe jetzt hier drauf einen voll funktionalen, das ist ein WMS hier,
WMS, der echt sehr gut performt, dafür, dass diese Datei so riesengroß ist. Das heißt, wenn Sie Rasterdaten haben und nicht wissen, wie Sie die ordentlich publizieren können, Schritt 1 wäre auf jeden Fall, so einen COG-File drauf zu generieren. Alle weiteren Schritte, wie zum Beispiel jetzt hier drauf noch Dienste zu machen, sind dann anschließend wirklich super trivial und ich finde das großartig, diese Extension. Ich bin da wirklich sehr begeistert von. Gut, in meinen letzten 5 Minuten möchte ich noch ganz kurz vielleicht einige Dinge, also diesen Layer werden wir jetzt noch zusammenstellen in einen sogenannten Gruppenlayer. Das heißt, wir haben jetzt 3 Einzellayer. Das ist ja auch ein besonderes Aspekt, dass wir diese Einzellayer vielleicht kombinieren wollen. Und dann wollte ich noch ein paar Dinge erwähnen, die ich jetzt nicht mehr zeigen kann. Wir machen einen neuen Gruppenlayer. Das heißt, ein Gruppenlayer ist dann quasi ein neuer Layer, der, wer angefragt ist, wie mit dem kombinierten Bild von 3 Einzellayern antwortet. Wir wollen einen hinzufügen, den nennen wir, den müssen wir einen Namen geben. Ein Gruppenlayer ist ein toller Name, der kriegt keine Titel. Die Ausdehnung machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich füge den ersten Layer hinzu. Als ersten Layer hätte ich gerne den, das ist die Hintergrundkarte, die Natural Earth Daten. Dann hätte ich gerne obendrauf die Klassifikationskarte, die ich gerade eben gemacht habe. Und dann hätte ich gerne die neuen Bundesländer, die wir uns ja eben angeschaut hätten. Das heißt, das sind jetzt die 3 Layer, die wir uns auch einzeln angeschaut haben. Und mit ein wenig Glück reicht das jetzt schon aus. Ich drücke hier auf Speichern. Ausdehnung ist required. Hat er jetzt hier sich auch raten können aus den Daten. Dann drücke ich jetzt auf Speichern. Jetzt habe ich einen Gruppenlayer. Dann wollen wir uns den mal in der Layer-Vorschau anschauen. Und die ist hier unten ein Gruppenlayer. So, mit ein wenig Glück haben wir dann jetzt einen Gruppenlayer. Sie sehen schon, die Ausdehnung ist von dem weltweiten Datensatz, diesen Natural Earth Daten, übernommen worden. Und wenn wir hier vorne hinzoomen, sehen wir aber schon ein paar mehr Daten. So, und wie wir sehen, hat das Ganze ganz gut geklappt. Wir haben jetzt hier einen neuen Dienst und dieser Dienst ist die Kombination von 3 Layern, die wir jetzt quasi in unserer Demo-Session alle live hinzugefügt haben, plus editiert haben, plus ausgestaltet haben. Das ist schon ziemlich großartig, wie ich finde. Wir haben hier 3 völlig relativ verschiedene Datensätze kombiniert und all diese Datensätze werden nun zu einem gemeinsamen Dienst publiziert, den man jetzt in verschiedenen Varianten anfragen kann, gekachelt anfragen und was man nicht alles machen kann. Ich kann rein rauszoomen. Ich finde das wirklich ganz toll, was man dort alles machen kann und auch, dass es relativ einfach ist und auch, glaube ich, so, dass man es gut verstehen kann. Gut, ich habe, glaube ich, noch 3 Minuten verbleibend. Das heißt, ich würde dann noch mal gerne auf die Präsentation zurückgehen. Vielleicht zeige ich Ihnen noch eine Sache, die mir wichtig ist, und zwar, na, wo ist sie denn, die Präsentation, genau, so. Die Demo-Time ist somit erstmal abgeschlossen. Dieser Vortrag, wie gesagt, den habe ich mir nicht ausgedacht, ohne dass ich nicht irgendwie mich auf andere Leute bezogen habe. Das sind hier so die Quellen, an denen ich mich orientiert habe. Plus, dass ich natürlich versucht habe, einzelne Dinge noch nachzuvollziehen und auch dieses modernere Beispiel mit diesem COG noch hinzugefügt habe. Die Ressourcen sind alle hier verlinkt. Ich denke, die PDFs werden im Nachgang irgendwo veröffentlicht werden, der Vorträge. Da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Das ist vielleicht eine Sache, die man beim Geo-Server noch erwähnen kann. Die Dokumentation rund um den Geo-Server ist ausgezeichnet. Das heißt, man findet dort wirklich sehr, sehr viele Informationen, wie man Dinge ausgestaltet, wie man Daten publiziert, wie man Extensions hinzufügt und Sonstiges. Vielleicht noch eine Sache für die Leute, die ganz am Puls der Zeit sein wollen. Die neuen OGC-API-Schnittstellen, die kommen, also quasi die Nachfolger von WMS und WFS und so weiter und so fort. Auch für jene gibt es bereits, ich nenne sie mal experimentelle Plugins, und die sehen dann wie folgt aus. Das heißt, ich gehe dann doch nochmal auf den Geo-Server zurück. Sie sehen hier auf der Startseite, sehen Sie immer die Dienste oder die Service-Funktionen, die da sind. Und hier sieht man schon Features, Images und Styles. Das sind genau die neuen API-Schnittstellen, die von der OGC gerade noch in der Spezifikation sich befinden. Und wenn man da drauf geht, das ist also der Nachfolger letztlich von WFS. Und wenn man hier schaut, ist das so zum Beispiel eine Ausgabe einer OGC Features Collections. Das ist also auch eine REST-Schnittstelle letztlich, die sich dahinter verbirgt. Und die OGC API Features wird auch schon zum Teil tatsächlich unterstützt durch den Geo-Server, wenn man dieses Plugin installiert.
Und da kann man sich das anschauen. Das sieht dann etwa so aus. Das ist die Zukunft. Alle Leute, die hier Integrationen mit Geodaten und Geodatendiensten machen, werden das sicherlich auf der Agenda haben, hier Unterstützung für einzubauen. Wenn das so ist, der Geo-Server bietet da schon eine ganze Menge an. So sieht das dann zum Beispiel aus. Da kann man sich hier durchschauen. Sie sehen hier die Bundesländer aufgeführt. Okay, noch einmal zurück zur Präsentation zurück. Und es ist jetzt 55, das heißt, der Vortrag ist geendet. Vielleicht noch einen allerletzten Satz, damit es mir nicht durch die Lappen geht. Ganz aktuell wird auch an einer Docker-Implementierung, also einer offiziellen Docker-Implementierung, gearbeitet. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit auf schon Docker-basierten Geo-Server geschaut, aber es wird auch ein offizielles Image geben. Dazu ist der Nils Bühner in engem Kontakt mit der Community und dort gibt es auch schon einen offenen Pull-Request. Das heißt, verfolgen Sie das auch sehr gerne, wenn Sie bis jetzt einen anderen Geo-Server verwenden. Vielleicht gibt es da irgendwann noch ein offizielles Image in naher Zukunft. Ansonsten danke ich und hoffe, Sie haben vielleicht noch ein paar Fragen oder Anmerkungen. Vielleicht habe ich auch was vergessen, ein Feature, was man noch erwähnen sollte. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank für den Vortrag, Marc. Wir haben drei Fragen, die ich hier aus dem Chat rausgeholt habe, die ich dir mal weitergebe. Das eine eher allgemein, die Bitte nochmal das REST zu buchstabieren, was das heißt und vielleicht auch ist damit gemeint, kurz zu erläutern, was es damit auf sich hat. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ja, ich muss kein Push-to-Talk drücken, ne? Ihr hört mich nach wie vor. REST ist die Abkürzung meines Wissens nach, hätte ich natürlich besser nochmal nachschauen können, Representational State Transfer. Das heißt, letztlich gibt es im HTTP-Protokoll, also das Protokoll, was Webseiten ausliefert, gibt es so Verben wie GET in Großbuchstaben, GET. Damit fragt ein Client, also Ihr Browser beispielsweise, an einem Webserver an, ich hätte gerne die Ressource, die sich hinter dieser und jener Adresse, also URL, www.google.de, verbirgt. Das ist schon ein REST-Pattern letztlich. Dann antwortet der Server, sagt hier, da ist es. Wenn man ein Formular ausfüllt im Internet, werden die Daten, die im Formular übertragen werden, sehr häufig mit Post weitergegeben. Das heißt, ein anderes Verb. Das heißt, ich übertrage sozusagen Daten an den Server, dann häufig mit diesem Post. Es gibt noch eine ganze Menge anderer HTTP-Verben, Put und Delete und so weiter und so fort. Das würde jetzt zu sehr ins Detail führen. Letztlich ist es so, dass man mit diesen HTTP-Verben, die eigentlich die Grundlage dafür sind, dass das Internet überhaupt so erfolgreich ist, wie es halt glücklicherweise derzeit ist. Damit kann man halt interagieren mit den Daten und die Unterstützung für HTTP ist eigentlich in allen Programmiersprachen beispielsweise eingebaut. Also ob man mit Python jetzt HTTP-Anfragen konstruieren muss, mit PHP, C-Sharp oder Java, das ist völlig egal. Da bringen alle Sprachen eine sehr gute Unterstützung mit. Und wenn man also eine Software schreibt, die Daten verwaltet, tut man es gut, glaube ich, wenn man so ein REST-Interface oben drauf setzt, um dann mit diesen Daten zu interagieren zu können. Okay, danke für die Erläuterung. Dann haben wir noch zwei Fragen. Ich vermute mal, die gehören zusammen inhaltlich. Deswegen lese ich die jetzt mal zusammen vor und du kannst dir vielleicht noch kurz in den letzten 2 Minuten auch entweder zusammen oder nacheinander beantworten. Das eine, wir gingen eher in die allgemeine Runde. Hat jemand Erfahrungen mit GeoServers OGC, API Extension allgemein und speziell mit QGIS? Und die anschließende Frage ist dann, welche Rollenrechte muss ich zuweisen, damit ich in QGIS Daten ändern kann? Ja, zu dem ersten Teil. Ich habe persönlich keine Erfahrung nennenswerter Form mit der OGC-API und deren Nutzbarkeit unter anderem in QGIS und so weiter. Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass es ja auch noch ein im Wachstum befindender, also ist noch nicht verabschiedet oder was in der Form. Ich würde da die Augen offen halten. Mit konkreten Praxiserfahrungen kann ich da noch nicht dienen. Bislang nutzen wir da immer noch die ja, Vorgängervarianten wie WFS transaktionaler Form zum Beispiel. Vielleicht kann er im Chat oder später in irgendeinem von diesen Rooms zur Diskussion da noch jemand andere Erfahrungen teilen. Zum zweiten Teil der Frage, der nochmal war, Nutzung von QGIS. Was war der zweite Teil nochmal, Jörg? Sorry. Ja, die zweite Teilfrage war, welche Rollen oder Rechte muss ich zuweisen, damit ich Daten im GIS ändern kann? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Natürlich hatte ich es mir auch notiert, aber so ist das eben. Man muss letztlich den transaktionalen WFS erstmal erlauben. Natürlich finde ich jetzt hier den Geo-Server nicht mehr. Doch, da ist er.
Ich zeige es ganz kurz in der Oberfläche. Das ist hier bei den Services, Dienste, WFS. Da kann man sehen, dass man quasi die Dienstgüte festlegt. Ich habe hier für meinen Geoserver festgelegt, dass der eben eine transaktionale WFS-Request, also solche mit Insert und Update und so weiter, zulässt. Mache ich das nicht, Basis nur und würde jetzt speichern, mache ich jetzt auch mal. Ich zeige es jetzt nicht mehr, aber wenn ich dann im QGIS diesen WFS hinzufüge, dann kann ich diese Editiertoolbar nicht umstellen, weil dann der Dienst sagt, nee, das ist nur zum Lesen, da darfst du nichts editieren.